bin jetzt hier geilen Festival übrigens. Und da gibt es jetzt mal ein bisschen hier gleich was zu testen. Ja, und ich werde mit euch jetzt mal in die Küche schauen. Wir müssen aber ganz leise sein. Ja. Darf nämlich nicht jeder rein. Ja. Weil hier werden nämlich so richtig feine Sachen gemacht. Ja, also hier sind die à la carte Köche. ¿Quieres este espacio solo ahora? ¿Te lo doy? ¿Vale? No, es que... ¿Al es súper? Ja, hier wird also gezaubert in jeder Ecke, wie ihr seht. Oh, die geben sich hier total viel Mühe. Und ja, man ist natürlich gespannt auf das, was dann auch aufgetischt wird. Oh, hier Tische. Können Sie mal die Karte bringen? Danke. Oh, was gibt es denn hier heute? Oh. In the Deep. Interpretation. Ah, gut, dass ich Spanisch kann. Taste Symphony Extravagant. Ich kann euch das jetzt nicht alles vorlesen. Du musst alle. Hast du deinen Satz denn draufwertig geschrieben? Nee, habe ich nicht. Ja, wir wollen jetzt auf jeden Fall hier mal denieren. Ich kann euch natürlich nicht überall mitnehmen, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Fotos vom Dinner machen und das Ganze mal zusammenfassen. Kurze Frage. Ich bin mir jetzt unsicher bei der ersten Speise. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt davon halten soll. Sieht lecker aus, aber schaut es euch selber mal an. Wir sind schon 4 Kilometer gelaufen für Jai Schwib und haben keinen gefunden. Ich habe nur Cola und Wein bekommen. Immer als Zwischengang ein bisschen extra. Cheers. Cheers, meine Freunde. Machst du Wasser? Wasser? Ja, danke. Mario, Wasser? Ja, der ist geil. Das ist krass. Ah, das mit den Fischen ist ja brutal, Leute. Du hast mit Spatzen nicht zu essen. Wie soll das? Du hast so alles mit Tun auf mit den Fischen und so. Wow. Leute, ich kann es einfach nicht glauben, wir schwimmen keine Fische. So fruchtig, ey. Mhm. Sehr lecker. Die anderen Fische tun mir leid, aber das ist so süß. Das ist so schön.
schön, wir wollen es nicht essen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben Oktopus gegessen. Ich habe das erst gegessen und dann gelesen. Ich dachte, das wäre Salat, ich bin eigentlich Vegetarier. Und aber es wirkt schon, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob der Oktopus wirkt oder das, was jetzt so drauf war. Aber veganisch. Von der Hauptjahrbusparty. Das ist von den Fischen, die Karte. Aber der Knaller, wenn der jetzt kommt. Den rückhalten. Habe ich ganz vergessen, ihr seid ja auch noch da. Na, kannst du switchen mit einmal drücken. Ich wollte eigentlich nur eine Lavalampe anmachen. Ich habe mit Drogen nichts zu tun. Jetzt muss ich daran ziehen, oder? Ich würde zwischen blauen Ton empfehlen. Okay. So ist hier ein Joystick dran. Wow. It turns. Es ist so fein. Und da muss er erst warm werden. Ja, wirklich. Wow. Gibt es für jeden Menü jetzt Snack oder was? Immer das jetzt gerade was im Tisch drin ist. Wie schmeckt euch das? Urgeil, oder? Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Zu welchem Gang gehört das denn? Das gehört zu dem jetzt. Oder? Gehört das auch dazu? Soll man das auch mitbewerten? Das gehört zum Overall Making oder auch zur Präsentation. Also, Leute, es gibt doch nichts. Leute, es gibt witzige Sachen. Ich habe hier die Ehre, mal ein ganz witziges Gerät zu machen. Das heißt 1000 Mühle. Und das ist eine grüne Spargel. Das ist eine Fusion zwischen grüne Spargel. Spinat und Erbsen. In der Mitte haben wir so weiße Erbsen mit Blumenkohl und weiß Spargel. Genau. Das sind die periodisch. Wir arbeiten immer mit Sommer, Winter und das heute. Erbsen. Das so zwischen unmöglich platziert. Ich habe noch keine Ahnung, was mich da genau erwartet, aber es soll auch lieber sein. Ich schau mal. Ja, ich knack. Sind sie nicht meine Zähne? Ein bisschen wie Knäckebrot. Nur geiler. Also Vasa, wenn du das rausbringst, komme ich wieder zu dir. Wow, also ich habe erst erschrocken, wo ich Leber gehört habe, aber die Kombi ist wirklich geil. Nein, wie Leber, wenn es anders riecht. Bitte? Leute, sehr schön. Sehr schön. What is this way? Is that groovy orange? Groovy orange. From Melty's pot. It's dessert, or it's dessert? Sorry. No, it's not. That to see. Yeah, we are eating. Okay. You will see. Can I just wish to see it, or? That's it. That's it. We have for the any soup. For the soup. Soup. Vegetarian soup. Yeah, I have said. Yeah. Fast früher mir, wenn die Nase läuft. Deine Nase will keiner rauchen. Das ist genau richtig. Sehr nice.
Das war's. Ja, das ist cool. Wird es noch dekarboxyliert oder wird es einfach erhitzt, die Butter und dann... Das die Butter jetzt muss in die... Wir haben die Soße. Genau. Das ist schon so die ganzen Leute so trainiert. Mhm. Und das ist mal jetzt in die Weißspargelblieben Mischung. Und das war's. Wahnsinn, wie die Köche zusammenarbeiten müssen. Ineinandergreifend, damit die Prozesse auch so funktionieren. Ja, und schmecken und hinhauen zeitlich. Das ist wirklich gutes Management, was hier geleistet wird. Ja. Da wartet ja noch was auf mich. Schönes Teil, oder? Super. Aber los, ich hab's Ich finde die Abstimmung sehr geil und ich finde das Tackebrot. Ja, das Tackebrot ist auf jeden Fall Super, heute geht es eine Suppe. So, schaut euch das mal an. Gott sei Dank, ich habe Antwort. Ja, nicht. Ja, hier ruhig sind, das schmeckt ganz gut. Crazy Jobs. Boah, crazy. Das ist nicht der blaue Spanisch. Boah, der ist zweite krass. Gang. Das ist nicht gerade. Niemand fragt mich, wie das ist nicht mehr. Boah, ist das krass. Also, dieser blaue Spanisch ist crazy, oder? So Limette. So, was mit dem Grünen sozusagen. Alleine der war. Den will ich jetzt auch gucken. Grapefruit gemischt oder so. Und dann schmeckst du noch Pfefferminze durch. Genau. Und wirklich wunderhübsch dekoriert. Toll gemacht. Richtig. Und jetzt schaue ich mir mal die Suppe an. Simpel ist ja schon. Ja, auch der Schaum ist witzig, oder? Ja, wohl das Blaue, ne? Ja, das hab ich. Man kann natürlich nicht sagen, aber... Krass. Das ist süß. Gemüse. Wie Spinat. Ja. Fein. Mann, war das lecker. Meine Mutter. Leute. Das war grün und blau. Und lecker, wirklich. Also ich kann das gar nicht so anders sagen. Ich habe das gerade so ein bisschen als Bärlauch eingestuft, aber das war eine Mischung aus Blumenkohl, Erbsen und noch ein paar feine Sachen. Also hier sitzt das Rosin drin. Ich denke mir so, das Blatt wird niemals untergehen. Und außen ist aber auch nochmal infused. Und ich glaube sogar, das Gebäck auch. Wahnsinn. Mit extrem viel THC. Man kann es nicht. Wie kannst du essen? Mir geht es danach nicht gut. Ja, hat er gesagt. Ja, ich habe einen Löffel genommen. Lass den Löffel gehen. Mhm. Ich muss mich ranhalten, Leute. Na, so, aber ja, ich weiß.
Der Agent muss ermitteln. Der Agent muss jetzt echt ermitteln, was geht hier ab. Du darfst mich auch nicht hetzen. Ich bin immer so sensibel. Steht hier wieder was vor mir? Ich weiß noch nicht, was genau das zu bedeuten hat. Ich hoffe nicht, dass die einen Ovintest hier haben wollen oder so. Aber ich glaube, es geht eher um Essen. In der Zwischenzeit werde ich mir nochmal mit euch ein bisschen hier den Pudding genießen. Sehr kleine Portion. Jetzt reicht's mal. Aber ich werde mir das jetzt durch das Gerät. Der Mario braucht der stundenlang. Das ist eine Eismaschine. Die Eismaschine? Was? Warum machen wir jetzt? Und ich versuche euch das jetzt vorzuführen. Eine Eismaschine? Das ist eine Eismaschine oder was? Also, was ihr, wenn ihr so ein Ding in der Hand habt, nicht so macht dürft, das geht nicht. Wenn das so, also wir machen das jetzt da rein, wenn das da rein geht, weil oft wenn man hier drückt, fällt es rein. Ist auch ein geiles Werkzeug. Dürft aber nicht mit in der Nase popeln. Und wenn ich jetzt hier drücke, dann kommt jetzt gleich hier oben das Eis raus. Habt ihr mal eine Waffel da? In den Die Frage ist eher, zwei Kicklöcher habe ich, aber die zieht man hier. Nee. Summt das jetzt auch mal? Da kommt doch was, oder? Ja, ist fertig. Ja, ist fertig. Los. Es ist gut. Es schmeckt wirklich nach Nuss-Nougat, Vanille, Pistazien. Schmeckt einiges raus. Erdbeere, musst du Melone. Oh, bist du Pfirsich? Ich bin leer. Ist geil. Hat er sich verschluckt bereits? Hat er sich verschluckt dabei? Mann, das ist nicht zu viel. Gaschas Pai hieß es übrigens. Kann ich sehr empfehlen. Sehr lecker. Was? Was Die Leute brennt. Die Flamme sieht man nicht. Es ist richtig heiß. Hier sieht man genau. Entschuldigung. Ich habe kein Problem. Das sieht man nicht. Aber das ist halt so. Auf alle. Ich weiß nicht, ob das knallt, aber ich habe jetzt vergessen, der wievielte Gang war das jetzt? Das ist die vorletzte. Da sind die Fischmehl und da kommen die anderen. Also Leute, heute ist Premiere auf jeden Fall für mich. Ich meine, richtig heiß. Danke. Und die mit dabei. Risotto und Garnele. Ich überhaupt gar nicht so mag. Schau dich allein, das gibt es nicht. Danke. Ich glaube, wir müssen mal erstmal... Ja, hier, das hier. Geil. Ist der Heilbutt? Den Grillweiß? Ich mache euch das jetzt mal ein bisschen so, damit ihr ein bisschen was mitseht. Hier sollen wir auf jeden Fall jetzt wohl den Heilbutt drauflegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wer?
Das Rote, das traue ich mich nicht zu essen. Das kann nämlich auch Schaumstoff sein. Schon meine Freunde, wir sind beim Martin's World 2024. Das ist der dritte Gang, Da sind Sachen dabei, da weiß ich gar nicht, ob die zum Spielen sind oder zum Essen. Hier ist sogar Lagerfeuer. Ach so, meinst du? Okay, das kann natürlich sein, dass ihr sogar recht habt. Vielleicht ist deswegen auch so eine Stange dabei gewesen. Es tut mir leid, ich habe noch nie über drei Gänge bekommen in meinem Leben. Ich bin damit überfordert. Und man hätte mir das auch mal erklären können. Ja? Das ist ein Lagerfeuer am Tisch. Es war bei uns immer verboten zu Hause. Warte mal. Also wenn ich zu Hause ein Lagerfeuer am Tisch gemacht hätte, ich hätte so eine Watschen gekriegt, ja. Das ist so geil. So, jetzt werde ich das nochmal Guck mal, Mario. Das ist das, was du denke, oder? Ja, also Mario, der was ist das? Nein. Die gleiche Cappuccino und Croissant. Warte. Eine Seite ist schon fast fertig. Da machen wir mal Pucci Pucci. Also was ich mich überhaupt nicht traue, Leute, das ist die Garnele. Ich traue mich das nicht. Oder traue ich mich doch? Ich weiß nicht. Komm, ich traue mich. Aber nur für Pucci Pucci in die Muschelsoße. Ja. Pucci Pucci oder, hat er gesagt? Ja. Oder Soße? Ja, genau. Auf. Soße, genau. Machst du über die Risotto, sagt er? Ja, okay. Da ist aber auch noch ein bisschen was zu Pucci Pucci machen drin. Was soll ich da Pucci Pucci machen? Mit deinem Fisch kannst du Pucci Pucci in die Soße machen. Pucci Pucci mit dem hier? Ne, mit dem Fisch da oben. Also ihr könnt hier. Achso, mit dem. Jo. Okay. Komm mal rum zu mir. Öl, Salz, Knoblauch, ein bisschen Thymian. Und die Kombination, die haben wir gemacht, ein bisschen Polenta, Mais. Mehl mit Linsen, schwarze Gemüse. Die Gemüse, wir haben diese Hamburger, ein bisschen die Zucchini, die Paprika und Kräuterseit Limpias. Jawohl. Und die Soße, die Soße, wir haben Schokolade, die Fond von der Backte. Madeira Wein, Porto Wein. Und die Himbeeren. Himbeeren. Wow. Jawohl. Wow. Das war's. Wow. Wir haben gekocht davor die frittierte frische Nudeln. Unten wir haben die frittierte Nudeln, Tagliolini. Da. Ja. Ah. Und die Wachte, wir haben ein bisschen gekocht. Danach mit dem Vorgrad. Und bei den Temperaturen, so wie Maschinen, so 63,5 Grad. Wow, das ist perfekt. Zwei Stunden oder so. Guten Appetit. Danke. Boah, wirklich. Schokoladensoße. Schokoladensoße? Jetzt kommt ja wieder Schokoladensoße. Trinke ich die pur oder kommt die? Riechen mal, meine Freunde. Boah. Leute, okay, sie ist sehr das rauchig. Ist nicht nur Schokolade, das ist... Ja, sehr rauchig. Wow. Also ich bin im Himmel, meine Freunde. So wird das dekoriert. So ist das krass. Also bei dem Gewicht, das ist wirklich der Hammer. Auch wenn mich das jetzt erst erschrocken hatte, weil hier ging es um Polente. Ich musste immer direkt an Polizei denken, aber hat wirklich nichts damit zu tun. Aber jetzt Geflügelte gibt es ja auch. Und das mit Schokoladensoße, Leute, ich schwöre. Wieso lacht immer? Das ist nicht gut. Ich habe jetzt so ein ernstes Thema, ja. Und jetzt kommt das nächste. Dann stellen die mir was hin, wo ich denke, ist da Spülmittel drin oder was? Dann schau das an. Ist voll die Blase. Mario. Wie soll ich das jetzt trinken? Küssen.
Der geht ja die Blase im Arsch. Also gut. Du musst die Küssen, dann platzt sie und dann kommen die ersten Aromen, wurde mir gerade gesagt, im Kopf. Also du musst die Blase wegdrücken. Oh. Jetzt wurde es mir gerade erklärt, jetzt ist die Blase von Neid geplatzt. Scheiße, jetzt muss ich so trinken. Warte. Ja, ist kein Alkohol. Was sagst du? Mittelbrötz. Heute machen wir eine schöne Reihe. Ich weiß nicht genau, was er da macht, aber ich vermute jetzt mal Erdbeereis oder so. Eis mit irgendwie Erdbeersirup. Ich denke, das ist Erdbeermark. Also frische Himbeere, die was jetzt zum Eis gemacht oder Sorbet. Ja, da kommt ein Sorbet, Creme-Sorbet, so ungefähr. Mhm. Wir haben keine Azot nicht gefunden hier in Barcelona, weil normalerweise arbeite ich mit Azot. Aber mach mal selber halt. Ich probiere mal. Selbst ist der Mann. Also, ich mache das Experiment damit. Super. Weil das ist für mich ein neuer. Mehr. Ein bisschen mehr per Wagen. Warte. Hey, Papi. Ganz frisches Ei. So, schaut euch das an. Das ist wirklich hier jetzt der Nachtisch. Also Wahnsinn. Das riecht aber auch geil, ey. Fast wie Kaffee hier. Mal die Wolke schieben? Über die Wolke. Das ist der Waldmeisterwolke. Wow. Ja, Espresso Tropicana. Was ist auch? Caramel Espresso. Martini mit Tropicana from Turf City. Wow. So ein bisschen Schärfe mit drin, aber ey. Mir kommen gleich die Tränen. Hier hat sogar einer einen Teller gebissen, Leute. Es ist Wahnsinn. Nee, also. Ich habe auch noch nie so ein kleines Spiegelei gesehen. Ey, ihr müsst euch das mal. Das Ding da, ja? Siehst du das? Mit dir kann man doch nicht essen gehen, ne? Ja. Mal, was ich will nehmen. Nee. Was meinst du, was die Wachtel von Ei rauspresst, die wir gerade verspeisen? Ja. Die war das, ne? Das erklärt es. Geil. Also die kommen auf Klopse. Ich glaube, die nehmen Drogen, die Leute. Ich sag nochmal, auch hier im Namen aller, danke an den Munchen Roll, die das hier auch organisiert haben, an den Max. Und die Leute, die dabei waren. Ey, wenn ihr die Köche da zusammen wirken gesehen hättet in der Küche, ich finde es sagenhaft, was die uns hier gezaubert haben. Wow. Ich hab da gerade reingedingst. Großer. Das waren Würfel. Oder? Wahnsinn. Ich schmecke dich erst jetzt 10 Minuten so. Haben sie dir nicht Bescheid gesagt? Also schon ein bisschen Bestechung. Warum? Ja, wie willst du denn anders bewerten wie mit 10 sowas? Finde ich. Ich stehe sowas, mich kann man mit jedem Dessert fangen, ey. War's nicht so gut? Ja, nicht mit jedem. Das ist schon edel, das ist wirklich edel. Wahnsinn. Richtig geil. Wenn ihr das aufkriegt, dürft ihr auch rauchen. Sag wenn du noch so nüchtern bist, ja, wenn du den rauchst, dann musst du den rauchen. Oder so. Dann musst du den rauchen. Das ist der Test. So durch, ne? Das ist auch das ist Sunset Guava Hash Rose. Also der Dessert nach dem Dessert. Ey Leute, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist nämlich mittlerweile 12:12 Uhr. Ja, ich muss ins Bett.
Und ich weiß. Rentnerzeit. Meine Krankenschwester hat mich gerade schon angerufen. Ne? Ich habe gesagt, ich muss das Zäpfchen kurz noch nehmen. Ja, du, die müssen wir noch rauchen. Also Leute, krasses Dinner hier wirklich. Weiß eigentlich einer, wie viel... Dann stelle ich die Frage halt nicht, wie viel Milligramm wir uns eigentlich heute Abend hier reingefüllt haben. 52. Insgesamt 250 UD-Carboxyliert. Aber ohne den. Aber undekarboxyliert, ja, weil. Okay. 50 Realwürde würde ich jetzt mal so aktuell. Mehr nicht? Ja. Also bei den kompletten Essen jetzt? Das war bei 50 Milligramm pro Gallon. Beziehungsweise respektive 35 beim Essen und 15 bei den Getränken. Okay. Nachdem wir dann vorhin das Ganze nebenbei rausgefunden haben, dass er die Sachen nicht dekarboxyliert, hast du ganz wenig THCA und ganz wenig THC. Bleib umgerechnet, ja. Ja, hätte zwar mit mehr gerechnet, aber es war traumhaft. Ich finde es ja krass, mit was für einer Sorgfalt so diese, wie heißen die nochmal, Räucherstäbchen, wie die gemacht sind, ja, also, dass die, leider kann man das nicht so gut sehen. Aber auf jeden Fall könnte man da fast schon von Kinderarbeit sprechen. Ich glaube, der zählt jetzt. Das kriegst du mit erwachsenen Händen fast gar nicht hin. Das ist wirklich schön gemacht. Da merkt man, da hat einer fast, keine Ahnung, ein paar Minuten Arbeit reingesteckt, auf jeden Fall, um den so ordentlich so sauber hinzubekommen. Ja, super. Jetzt gucken wir mal, ob er schmeckt. So, jetzt sind wir im infusten Auto hier. Wie hat es euch das gefallen? So, man sieht jetzt eh keine Gesichter, ihr könnt jetzt ganz offen sprechen. Die Stimme erkennt auch keiner. Nee, auch deine Stimme können wir verstellen, Patrick. Dich sieht eh keiner. Das war super, mega cool, toll. Stimme oder sowas. Geiles Erlebnis auf jeden Fall. Ja, ne? Dich sieht man nicht, nein. Nein, nur wenn du redest. Dich sieht man nur, wenn du redest. Auch super, oder?